Ja, es geht ja letztendlich um Odo. Es ist schön, dass es alle gekommen sind, die er eingeladen hat. Wir hatten eine tolle Atmosphäre, ein super Wetter, letztendlich auch ein gutes Spiel. Und ich hoffe, dass es für Odo ein denkwürdiger Tag war und ich denke, es hat ihm ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, ich habe mit Odo in U21 gespielt und später auch in der A-Nationalmannschaft. Wie gesagt, ich glaube, der eine Moment, das ist das, was bei jedem hängen geblieben ist, das Polenspiel. Und von daher ist es auch wahrscheinlich auch eine Aktion, die noch in Jahrzehnten Odo prägen werden. Das wird man sehen. Ich denke, wir haben einen guten Kader, wir haben eine gute Mannschaft. Den Titel zu verteidigen ist eine brutal schwere Aufgabe. Aber wie gesagt, der Kader ist gut. Mal schauen, wie sie ins Turnier starten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie zumindest bis ins Halbfinale kommen, ist ziemlich groß.